Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Fernbus Simulator. Ich begrüße euch ganz herzlich. Danke, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet haben. Wie ihr seht, wir sind immer noch an dem Parkplatz. Wir werden jetzt hier die Rast machen. Wir machen das jetzt zusammen. Und dann checkt man schnell die Passagierliste und dann geht's los weiter nach Berlin. So, dann machen wir das mal. So. Dann checken wir das. Einmal hier rum. Der Manuel, die Leona, der Ilin. Chris. Sani, die Malin, die Nike, die sind immer noch dabei. Juliane, die Lorena, die Julia, die Lenia, der Ayas, der Ayas Kodias. So, die Paulina, die Mary und die gute alte Sarah. Perfekt, dann haben wir alle gemacht. Können die nicht maulen. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Ne? Machen wir die Kiste an. Das haben wir alles zu. Machen sie raus. Gang rein. Und würde sagen, geht's los. Auf geht's nach Berlin. Und da können wir nochmal entweder vor Berlin Rast machen, weil wir müssen. Oh, wir müssen nämlich entweder nach Berlin oder vor Berlin. Puh, weil da ist nämlich nochmal ein Parkplatz. Vor Berlin. Nach Berlin weiß ich nicht. Da können wir schnell gucken, wartet kurz. Potsdam, da wird es nicht mehr viel geben, ne? Da könnten wir dann eigentlich die Rast hier machen. Da kommen wir gar nicht vorbei, verdammt. Okay. Aber das ist doch gar nicht so weit von Berlin nach Potsdam. Haben wir echt keinen Dings. Ohne Scheiße, haben wir tatsächlich keinen Dings. Der Berliner Funkturm. Aha. Was haben wir da noch? Ja, war klar. Das, weil das habe ich jetzt eigentlich gesucht, Olivier. Also. Das sind wir. Event Center. Ach, das ist. Was? Ach so, okay, warte mal, ich muss was gucken jetzt. Okay, nein, das ist tatsächlich. Okay, alles cool. Gut, weiter geht's, fahr mal. Dann fahren wir nach Berlin weiter. Denn eh bloß noch ein paar Kilometer. Aber so haben wir jetzt wenigstens die Rast gemacht. Und zwar eine, die regulär ist. Und nicht irgendein Firlefanz. Wollte mich schnell reinmogeln. Falls einer kommt, so. Ups. Lauter gucken. Da sind wir in Berlin.
Alex, das Gras auf der Araber. Aber ich glaube, die letzte Pause, die brauchen wir gar nicht mehr, weil, wie gesagt, wir haben zweimal jetzt viel zu spät Pause gemacht. Gut, das zweite Mal haben wir jetzt gemacht, ohne dass sich er beschwert hat. Aber dann kann es sein, dass wir die letzte gar nicht brauchen. Ja, das sind wir dann bestimmt bis dahin in Potsdam. Da wollte ich gar nicht klinken. Da wollte ich klinken. So, da sind wir in Berlin, Leute. Wow. Hier müssen wir auf jeden Fall noch mal herfahren unter Tags und das uns angucken. Und wenn es nicht regnet. Okay, wir müssen hier lang. So, gut, dass nicht viel los ist. Da hinten ist der Funkturm. So, dann sind wir in Berlin. Souverän. Jetzt sind wir da angekommen. So, dann lassen wir die Leute raus und machen das ja auch. Checken den Rest ein und fahren nach Potsdam.
Jetzt sind wir richtig geil in der Zeit eigentlich, weil, wie gesagt, ist später Pause erst gemacht worden, haben wir mit der Lady ja Zwillingstöchter. Guten Tag, So, guten es geht Tag. auf geht's. Servus, cool. Servus. Moin, das cool. Jo. Grüezi, hier ist So, mein Team. grüezi. Vielen Dank. Grüezi, sagt er. Mahlzeit, mein Danke. Tag, ich cool. Hallo, ich hoffe ich. Ciao. Jo, alles richtig, perfekt. Dann auf geht's, fahren wir weiter nach Potsdam. Keine Zeit verlieren hier. Zack. Dann können wir den auch ausmachen. Ist das hier schneller zum Wischer? Naja, das ist genau mittig, deswegen ist es egal. Okay, dann rein da. Licht haben wir an, ja. Auf geht's, fahren Schön, dass wir nicht so viel Verkehr jetzt haben. Obwohl ich das liebe, wenn ein bisschen was los ist, ne? Aber ein bisschen ist ja. Da ist der Funkturm. Nice, nice, nice. Und das ist wohl das. Da unten sind wir irgendwo. Da. Okay, nein, das ist das nicht. Das ist der Funkturm, ne? Jo. Aber nach Potsdam ist nicht weit, wir brauchen keine Pause machen, wunderbar. Ja, das ist nicht weit. Ein paar Kilometer. Aber nice, ne? Sieht schön aus. Schöne Stadt eigentlich, in echt jetzt auch so, ne? Hässlich ist sie nicht, unsere Landeshauptstadt. Sehr schön. Und da ist ja der Funkturm. Aber wie gesagt, die Sehenswürdigkeit, die schauen wir uns alle noch an. Auf jeden Fall, das machen wir aber in freier Fahrt, da haben wir keinen Stress. Und dann schauen wir uns alle Sehenswürdigkeiten an. Da muss ich noch schauen, wie wir das machen, dass wir dann von oben nach unten fahren oder sowas. Danke. Ist einer, der das macht. So, auf nach Potsdam. Jo, was mit dem hier? Vorsicht, heiß und fettig. Explosionsgefahr, Vorsicht.
Wow. Schöne Stadt. Nice. Sehr schön. Ich finde das so geil, wie alles so detailliert ist. Ne? Man könnte echt meinen, das sieht alles sehr gleich aus, jede Station, ne? Aber das ist tatsächlich nicht wirklich der Fall. Wir sind halt. Das ist Depot. Ach, jetzt ausgerechnet rot. Ne? Aber shit. Schick, schick, schick. Ah, morgen kommt die Müllmann. Die Müllmann sind draußen. Aber ist schon klasse so, ne? Das Wohngebiete. Ja gut, diese Tiefgaragen, ne? Die sehen sowieso generell in jeder Stadt irgendwie gleich aus. Sub. Sup, sup, sup. So, da sind wir. Potsdam freigeschaltet. Perfekt.
Türen auf. Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier die Endhaltestelle. Sehr schick. So, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Fernbus Simulator. Bis dahin wünsche ich euch was. Ich sag ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.